Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Jens, schön, dich mal wieder hier in Berlin im Kanzleramt willkommen zu heißen. Im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs stand natürlich das Gipfeltreffen, zu dem sich die NATO in gut 3 Wochen in Vilnius versammeln wird. Dort werden wir den weiteren Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen intensiv miteinander erörtern. Vor einem Jahr beim Gipfel in Madrid haben wir uns auf eine Reihe von Schritten verständigt, um die Allianz noch einmal zu stärken. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Deutschland hat viel getan, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses zu erhöhen. Denn uns eint alle die Entschlossenheit, jeden Quadratzentimeter des NATO-Gebietes zu verteidigen. Vergangene Woche hat die Bundesregierung die nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir eine solche Strategie formuliert. Sie sagt ganz klar, die Landes- und Bündnisverteidigung hat absolute Priorität für die Bundeswehr. Mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen haben wir wichtige Investitionen auf den Weg gebracht, um unsere Fähigkeiten zu modernisieren und auszuweiten. Und wir werden jährlich 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden. Die NATO ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Wir werden einen großen Teil der Bundeswehr für die Bündnisverteidigung der Allianz verlässlich bereithalten. Zum Schutz unserer Verbündeten in Mittel- und Osteuropa engagiert sich Deutschland schon jetzt sehr stark. In Litauen führen wir bereits lange einen multinationalen Gefechtsverband und haben zusätzlich eine Brigade zum Schutz Litauens eingeteilt. Mit unseren Eurofighter- und Patriot-Systemen schützen wir Polen und beteiligen uns am Air-Policing im Baltikum. Zusätzlich halten wir in diesem Jahr fast 17.000 Soldaten für die NATO Response Force bereit, um bedrohten Alliierten schnell Beistand leisten zu können. Unser Schwerpunkt auf Landes- und Bündnisverteidigung bedeutet auch, dass wir intensiv mit den Verbündeten gemeinsam üben. Gerade läuft die Übung Air Defender, die größte Übung der Luftstreitkräfte über Deutschland seit Jahrzehnten. Am vergangenen Freitag habe ich mir selbst einen Eindruck über den Stand der Zusammenarbeit unter den Verbündeten gemacht. In Jagel habe ich gesehen, wie gut 25 Nationen bei dieser Übung kooperieren. In Europa müssen wir in die Luftverteidigung investieren. Mit der European Sky Shield Initiative bringen wir Staaten Europas zusammen, um gemeinsam den Schutz vor ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen zu erhöhen. Wir sollten uns darauf einstellen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine noch lange dauern kann. Darauf bereiten wir uns vor und richten auch unsere Politik danach aus. Deutschland wird die Ukraine auch so lange unterstützen, wie das nötig ist. Das nötige Geld haben wir im Haushalt reserviert und wir engagieren uns dafür, dass die deutsche Industrie ihre Kapazitäten zur Produktion und Reparatur von Rüstungsgütern ausbaut. Klar ist dabei aber immer, die NATO wird nicht Kriegspartei werden. Meine Damen und Herren, die NATO ist ein starkes Bündnis. Im vergangenen Jahr haben Finnland und Schweden beschlossen, der NATO beizutreten. Sie sind eine wichtige und willkommene Verstärkung der Allianz. Mir ist sehr wichtig, dass beide Länder in Vilnius als Verbündete mit am Tisch sitzen. Der NATO-Generalsekretär und ich haben uns auch über die Sicherheit von kritischer Infrastruktur, vor allem in der Nordsee, unterhalten. Lieber Jens, ich möchte dir für deinen Einsatz danken, dass die NATO eine stärker koordinierende Funktion übernehmen wird. Sabotage von Gaspipelines, aber auch Unterseekabeln oder Windkraftanlagen tangieren die Sicherheit der gesamten Allianz. Sie sind nicht nur eine Angelegenheit einzelner Alliierter. Alle diese Aufgaben gehen wir im Bündnis gemeinsam an und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit in der NATO, für die du, Jens, wie kein anderer stehst. Schönen Dank. Chancellor Scholz, dear Olaf, thank you so much for hosting me here in Berlin, and also thank you so much for your leadership and for your personal commitment to NATO, to the Transatlantic Alliance. We face the most challenging security environment in a generation. Last year, President Putin sent hundreds of thousands of troops into Ukraine, causing death and destruction. Hier zusammengekommen, um noch einmal die wichtigsten Themen der aktuellen Zeit zu besprechen. Und dazu gehört die Ukraine und ihr Recht,
ihre Freiheit zu verteidigen. Je mehr Land die Ukraine zurückgewinnen kann, desto stärker sitzen wir letztendlich auch am Verhandlungstisch, denn wir alle wollen, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt. Aber das kann nicht bedeuten, dass es hier einen von Russland diktierten Frieden geben kann. Die NATO steht der Ukraine zur Seite in ihrem Recht, sich selbst zu verteidigen, gemäß der Charta der Vereinten Nationen. Und es ist der Ukraine schon sehr viel finanziell, aber auch militärisch und humanitär geholfen worden. Es gibt jetzt 60 Patriot-Geschosse, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Und damit werden Leben geschützt und gerettet werden. Und das steht symbolisch für unseren langfristigen Support für die Ukraine, die Ukraine als Mitglied der euroatlantischen Völkergemeinschaft. Die Ukraine hat Interesse, Mitglied der NATO zu werden. Wir haben derzeit eine multilaterale Unterstützung für die Ukraine. Aber es wird sicherlich auch noch weitere Gespräche zu gemeinsamen Sicherheitsfragen geben. Und es wird in Vilnius sicherlich Gespräche und auch Entscheidungen darüber geben, wie wir die Ukraine näher an die NATO heranbringen können. Das steht ganz oben auf der Tagesordnung für unser nächstes NATO-Gipfeltreffen. Es gibt derzeit neue Regionalpläne für alle Kräfte und auch die Bereitschaft, diese Kräfte einzusetzen. Deutschland wird dabei eine wichtige und große Rolle spielen. Es sind schon Tausende Militärangehörige der NATO für die gemeinsamen Gefechtsverbände, für den Gefechtsverband in Litauen zur Verfügung gestellt worden von deutscher Seite. Das bestärkt natürlich nicht nur die deutsche Verteidigungsbereitschaft, sondern auch die Verpflichtung, die Deutschland gegenüber der NATO empfindet. Ich danke Deutschland für die langjährige Loyalität gegenüber unserem Bündnis und die derzeitigen Sicherheitsverstärkungen und Verteidigungsinvestitionen werden das noch mehr betonen. Wir werden uns morgen gemeinsam die Luftstreitkräfteübung Air Defender 23 anschauen. Eine der wichtigsten Übungen in der heutigen Zeit überhaupt. Wir wollen tatsächlich jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes verteidigen können. Und um uns weiterhin sicher zu fühlen, müssen wir natürlich unsere Verteidigungskräfte auch trainieren und bündeln. Dazu gehören natürlich auch die Investitionen. Im Moment sprechen wir von 2% der Wirtschaftsleistung. Das ist jedoch keine Obergrenze, sondern erstmal ein Mindestbeitrag. Wir haben auch über die Situation im Kosovo gesprochen, die Verpflichtung der NATO gegenüber dem Mandat der Vereinten Nationen steht unverbrüchlich. Wir werden weiterhin alles Notwendige tun, um dafür zu sorgen, dass das Umfeld dort sicher ist. Und wir werden allen Beteiligten im Kosovo hierbei die gleiche Sicherheit angedeihen lassen. Sofern notwendig, werden wir weitere Schritte unternehmen, aber auch so weit und so schnell wie möglich den von der EU angestoßenen Dialog weiterführen. Sehr vielen Dank nochmal an Deutschland und den Bundeskanzler, dass Sie hier eine führende Rolle übernehmen. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Die Ukraine erwartet von dem Gipfel in Vilnius ja weiterhin eine formelle Einladung in die NATO. Würden Sie sagen, dass nach dem Verteidigungsministertreffen in der vergangenen Woche eine solche Einladung endgültig vom Tisch ist und dass es nur noch um Zusagen unterhalb dieser Schwelle gehen kann? Und Herr Bundeskanzler, Sie verweisen ja immer wieder auf den Beschluss von Bukarest 2008, wo es bereits der Ukraine bereits eine Beitrittsperspektive gegeben wurde. Können Sie sich bei dem als Ergebnis des Gipfels in Vilnius eine Formulierung vorstellen, die über Bukarest hinausgeht? Uh,
Beim Gipfel in Vilnius und auch im Rahmen der Vorbereitungen dafür wird es keine förmliche Einladung geben. Aber wir werden darüber sprechen, wie wir die Ukraine näher an die NATO heranbringen können. Es gibt weitere Beratungsgespräche, deren Ergebnis ich hier nicht vorwegnehmen kann oder will. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir schon sehr viele Einigungen gefunden haben. Die Türen der NATO stehen offen für neue Mitgliedschaften. Das haben wir auch Schweden und Finnland gegenüber demonstriert. Die Anzahl der Mitglieder kann sich natürlich vergrößern. Und es geht hier nicht nur um Russland, sondern natürlich auch um die Ukraine selbst. Und Russland blockiert im Moment eine Position der NATO gegenüber der Ukraine aufgrund der aktuellen Situation. Aber wir möchten ja zunächst einmal dafür sorgen, dass die Ukraine die Möglichkeit hat, innerhalb Europas als unabhängiger demokratischer Staat weiter zu existieren, unabhängig von einer NATO-Mitgliedschaft. Ich bin mir sicher, beim nächsten Gipfeltreffen werden wir die klare Unterstützung für die Ukraine in diesem Unterfangen noch einmal bestätigen, und viele Institutionen sind bereit, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Wir haben die Bukarest-Entscheidung, die unverändert unser Handeln leitet, und ansonsten ist es so, dass wir jetzt uns auf das konzentrieren, worum es heute geht, nämlich die Ukraine dabei zu unterstützen, ihr Land zu verteidigen, ihre Integrität und Souveränität. Sie hatten, Herr Bundeskanzler, das jetzt in der nationalen Sicherheitsstrategie festgeschriebene 2%-Ziel der NATO erwähnt. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch Forderungen, zum Beispiel vom Bündnispartner Estland, dieses NATO-Ziel höher zu schrauben, also auf 2,5% etwa und 2% eher zur Untergrenze zu erklären. Findet das die Zustimmung der Bundesregierung, all dieweil es ja auch Meldungen gibt, dass der Verteidigungsetat gar nicht so stark steigen soll im kommenden Jahr? Und an den NATO-Generalsekretär auch nochmal zum 2%-Ziel gefragt. In der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands, die Sie auch eben nochmal gelobt hatten, steht ja, dass Deutschland dieses Ziel im mehrjährigen Durchschnitt erreichen will. Also es auch offen gesprochen okay wäre, wenn es mal ein Jahr nicht klappt mit den 2%. Reicht Ihnen das aus NATO-Sicht? Schönen Dank für diese Fragen. Ich will gerne noch mal sagen, wir haben alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass wir die 2% erreichen können. Das machen wir mit den Mitteln aus dem Bundeshaushalt und natürlich unter Einsatz des Sondervermögens, das ja genau deshalb konzipiert wurde, damit wir den Fahrtwechsel hin zu einer Welt, in der wir dauerhaft, wie ich das in meiner Rede im Bundestag gesagt habe, 2% ausgeben werden, schaffen. Und im Errichtungsgesetz für das Sondervermögen stehen diese Formulierungen, die Sie gerade zitiert haben, mit im Mittel der Jahre drin, weil es wegen der Bestellung ja mal sein kann, dass man ein Jahr mehr ausgibt und das sich dann als Welle gewissermaßen ausgleicht. Aber unsere Perspektive sind die 2%. Ich gehe davon aus, dass das, wenn es alle Länder in Europa erreicht haben werden und auch alle NATO-Mitgliedstaaten in unserem transatlantischen Bündnis, eine erhebliche Ausweitung unserer Verteidigungsfähigkeit sein wird. Man kann es sich ja schon an Deutschland ausmalen, was für eine massive Steigerung der Aufwendung für Verteidigung das bedeutet. Und wenn Sie das jetzt auf die vielen anderen Länder mit den Blick mitrichten, die auch noch eine Steigerung zustande bringen mussten und müssen, damit sie die 2% erreichen, dann sieht man, dass alles zusammen eine massive Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Allianz mit sich bringt. Ich möchte zunächst sagen, dass ich es begrüße, dass Deutschland bereit ist, sich hier auf diese 2% festzulegen. Und natürlich kann das perspektivisch auch noch mehr werden. Und dann gibt es ja auch noch dieses Sondervermögen von 100 Milliarden. Die Botschaft sämtlicher Mitgliedstaaten ging eigentlich auch in Richtung weiterer Steuern.
Steigerungen und weiterer Verpflichtungen. Und es wird natürlich sehr begrüßt allgemein, dass Deutschland bereit ist, zum NATO-Verteidigungsetat so viel mehr beizutragen. Und Deutschland hat ja auch ansonsten wichtige Entscheidungen getroffen. Da sind auch natürlich Kampfflugzeuge inbegriffen und andere Luftverteidigungsausrüstungsgegenstände, die wir hier von deutscher Seite mit einrechnen können. Aber was jetzt die dauerhafte Erreichung dieses 2% angeht, müssen wir natürlich sehen, dass beim Gipfeltreffen in Vilnius ansteht, eine klare Entscheidung zu treffen. Und aus meiner Sicht sollte diese Entscheidung so aussehen, dass diese 2% wirklich ein Mindestwert sind. Und da haben sich auch viele Länder schon entsprechend geäußert, dass es perspektivisch eigentlich über diese 2% hinausgehen sollte. Wir haben diese 2% im Moment als eine Art Richtwert. Da wird es natürlich immer ein gewisses Auf und Ab geben. Denn es ist ja ein prozentualer Wert vom Bruttoinlandsprodukt. Und dann kommt zum Beispiel eine Pandemie und natürlich gehen dann die absoluten Zahlungen nach unten. Aber insgesamt sollten wir eben doch diese prozentuale Mindestgrenze haben. Und es ist wichtig, dass wir uns darauf dann auch wirklich klar und deutlich in Vilnius verständigen. Und noch eine Sache aus eigener Erfahrung als Politiker, aus meiner Erfahrung auch in der Zusammenarbeit aus dem Finanzministerium als Premierminister weiß ich, wenn man weniger ausgibt für zum Beispiel das Bildungswesen, dann kann dadurch mehr Geld zur Verfügung stehen für die Verteidigung. Aber das sollte eigentlich nicht der Effekt sein, denn wir wollen ja nicht den Gesamtwohlstand vermindern, nur um mehr für Sicherheit und Verteidigung zu haben. Also auch das sollten wir im Auge behalten. Herr Generalsekretär, ich hätte ganz gerne eine Frage zu Ihrer eigenen Zukunft gestellt. Können Sie hier sagen, ob Sie für eine Verlängerung Ihrer Amtszeit zur Verfügung stehen? Es gibt immer mehr Regierungen, die das vorschlagen, dass zumindest Sie für einen Übergangszeitraum bis April nächsten Jahres zur Verfügung stehen, weil man sich noch nicht auf einen anderen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geeinigt hat. Und Herr Bundeskanzler, noch mal eine Frage zu einem anderen Thema, nämlich Intel. Das Unternehmen Intel hat jetzt Rieseninvestitionen in Israel, 25 Milliarden, und Polen mit 5 Milliarden angekündigt. Was bleibt da noch für Deutschland? Und stimmt es, dass die Bundesregierung 10 Milliarden Subventionen zahlen wird und muss, damit eine Ansiedlung in Magdeburg überhaupt noch garantiert ist? Danke. Dazu kann ich wirklich nichts Neues mehr sagen, außer dem, was ich schon gesagt habe. Meine Amtszeit läuft als Generalsekretär jetzt noch eine Weile, und zwar bis zum Herbst dieses Jahres. Und diese Amtszeit werde ich dann auch noch erfüllen. Sie wissen, treffe ich mich mit den Vertretern von Intel heute. Das ist öffentlich angekündigt und die Beantwortung Ihrer Fragen erfolgt auf einer anderen Pressekonferenz. Herr Bundeskanzler, Sie haben ja die Priorität der Landesverteidigung noch einmal betont. Müsste sich das nicht auch im regulären Verteidigungshaushalt zeigen? Sie verhandeln ja, sind ja gerade in der Schlussphase der Verhandlungen über den Haushalt. Wird es also einen höheren Verteidigungshaushalt geben? Und Herr Generalsekretär, Sie haben gesagt, 2% sind the bottom, not the ceiling. Sehen Sie da nicht doch einen klaren Widerspruch zur nationalen Sicherheitsstrategie, die von einem mehrjährigen Mittel spricht, also auf jeden Fall eine Hintertür zu Zahlen unter 2% offen hält und eben nicht deutlich mehr als 2% anstrebt wie Sie? Schönen Dank für die Frage. Vielleicht doch nochmal. Wir haben ja eine ehrgeizige Ausweitung unserer Verteidigungsanstrengungen vorgenommen. Wir haben jetzt viele Bestellungen ausgelöst. Weitere werden noch folgen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass wir mit den Mitteln aus dem Haushalt und den Mitteln, die aus dem Sondervermögen zusammen stammen, wird die 2% auch erreichen werden. Ansonsten
wenn du nicht auf Copyright bestehst, mache ich mir die vorletzte Antwort des Generalsekretärs zu 100% zu eigen. Und ich werde Herrn Hebestreit bitten, sie irgendwann mal in meine Erklärung einzubauen und nicht anzugeben, dass es von Herrn Holz-Stoltenberg ist. You can take that, no problem. Ja, gebe ich gerne ab. Zunächst einmal, diese nationale Sicherheitsstrategie ist natürlich wichtig. Ich begrüße sie und das ist auch seitens Deutschland eine klare Verpflichtung für Verteidigungsbereitschaft im Sinne des Westatlantischen Bündnisses, im Sinne der NATO. Und ansonsten gab es natürlich immer dieses Auf und Ab um die 1,5% herum und so ein Ab und Auf und Ab bei einer Richtschnur von 2% sieht natürlich dann ganz anders aus. Ich habe ja gesagt, 2% sollten das Minimum sein. Und da sehen wir natürlich die Zielwerte, die NATO bereits gemeinsam festgelegt hat. Und das müssen wir natürlich dann auch tatsächlich liefern, um unsere gemeinsame Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft zu stärken. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen. Es werden Minimalwerte festgelegt und die sind nun mal jetzt gestiegen. Und wir werden perspektivisch über diese 2% hinaus weiter nach oben gehen müssen. Ja, da gab es nochmal Shaking Hands und damit ist die Pressekonferenz von Jens Stoltenberg und Olaf Scholz beendet. Das wollen wir vielleicht hier nochmal im Studio kurz analysieren. Das mache ich zusammen mit Dr. Joachim Weber, er ist Sicherheitsexperte von der Universität in Bonn. Herr Weber, das war ja ganz spannend da wieder am Ende. Da merkte man ja doch so ein paar Nuancen Unterschied. Der Kanzler sagt, wir hoffen, dass wir das 2%-Ziel jetzt mit dem 100 Milliarden Sonderetat für die Bundeswehr erreichen. Und dann sagte der NATO-Generalsekretär mit seinem Schlusswort, mindestens 2% und eigentlich geht der Weg eher weiter nach oben. Das ist für Deutschland eine schwierige Herausforderung. Ja, ohne Zweifel. Und diese Diskrepanzen oder Meinungsunterschiede sind wirklich zum Schluss erst richtig evident geworden. Bis dahin hat man versucht, wie bei jeder guten Pressekonferenz, die Dinge so ein bisschen zuzudecken und Harmonie zu verbreiten. Aber zum Schluss ist es dann klar geworden, aus Sicht der NATO ist 2% das Minimum. Das ist ja auch die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten. Dem haben sie alle zugestimmt. Und insofern sagt man zu Recht, liefert mal auch jetzt, was ihr da vereinbart habt, vor Jahren schon mit uns. Und da werden die Deutschen 1,345%, was man auch immer da in den jüngsten Jahren jetzt gemacht hat, natürlich auf Dauer nicht reichen. Die große Unbekannte rechnerisch ist in der Tat das Sondervermögen, diese 100 Milliarden. Und natürlich hat man deutscherseits das Interesse, das irgendwie da hineinzubringen, auch wenn es ja eigentlich anders geplant war. Man sagte ja jetzt 100 Milliarden, um mal das Gröbste zu bereinigen, den Investitionsstau von 200-300 Milliarden, der wohl besteht, in irgendeiner Weise anzugehen und dann trotzdem regelmäßige Haushalte um die 2% zu machen. Das wird man nicht liefern können, aber wenn man zumindest diese Summen aus dem Sondervermögen vielleicht über 3 Jahre mit anrechne, dann wird man vielleicht die 2%-Marke irgendwie kratzen können. Aber spätestens dann danach muss man regelmäßig die mindestens 2% liefern. Ich würde sagen, irgendwann ist das Sondervermögen ja mal aufgebraucht. Ein zweiter Punkt, der ganz interessant war, es gab ja auch noch eine Nachfrage dazu, ist die Frage, wie geht man mit der Ukraine um? Die will natürlich gerne Mitglied in der NATO werden. Das wollen auch die osteuropäischen Staaten. Jetzt haben sowohl Stoltenberg als auch Scholz eigentlich angedeutet, man sucht da jetzt nach einem Sonderweg. So war, glaube ich, die Wortwahl von Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär, um die Ukraine näher an die NATO zu bringen. Was könnte man sich denn da vorstellen zwischen Status jetzt und der Vollmitgliedschaft? Das ist die große Preisfrage, wie das aussehen soll. Und das Einzige, was klar ist, ist, dass es nicht mehr so sein kann wie vorher, dass die Ukraine also allein da steht und wiederkehrenden Eroberungsgelüsten ihrer östlichen Nachbarn dann ausgeliefert ist. Also das Budapester Memorandum, die Garantien der drei Mächte haben nicht getragen. Eine andere Lösung muss her.
Aber es ist genauso klar im Moment zumindest, dass die NATO das auf absehbare Zeit nicht sein kann. Die Ukraine ist ein Staat im Krieg. Daran wird sich auf voraussichtlich relativ lange Zeit noch nichts dran ändern. Und so lange kann sie nicht hinein. Und die Frage wäre ja auch, wie sieht eine politische Ordnung dann im Osten Europas aus? In welcher Weise ist sie mit Russland, von wem dann auch immer regiert zu dem Zeitpunkt, wo das in Kraft tritt? Wo ist da ein Konsens, wo man von ausgehen kann, Russland stimmt denen auch zu und versucht nicht alle paar Jahre wieder einen neuen Krieg zu schüren? Also da sind so viele Fragen zu beantworten. Und wenn die geklärt sind, dann wird eigentlich erst die Frage ernsthaft geklärt werden können, wie wird der Status der Ukraine in der NATO sein? Zwischendurch wird man sich mit Notbehelfen versuchen, jetzt irgendwie aus der Affäre zu ziehen, also Zeichen des Goodwill machen. Man wird, wie man es ja zum Beispiel mit Russland auch gemacht hat, damals eine Partnership for Peace zu bauen. Das wird anders heißen und andere Inhalte haben. Aber eine Mitgliedschaft kann das auf absehbare Zeit nicht sein. Es sei denn, wir wollten uns alle in einen Krieg verstricken. Wie das alles aussehen wird, werden wir vielleicht am 11. und 12. Juli etwas genauer wissen. Da ist nämlich der NATO-Gipfel in Vilnius. Herr Dr. Weber, erstmal vielen Dank soweit für Ihre Einschätzungen. Und wir werden sicherlich über dieses Thema NATO, Vilnius und die Ukraine noch öfters reden. Dankeschön. Sehr gerne. Und wir gehen jetzt nach München. Dort hat vor wenigen Minuten eine Pressekonferenz begonnen des bayerischen Ministers.